Thema Digitalisierung und Energiewirtschaft sind zwei Megatrends, wie wir heute Morgen von Herrn Hirschel schon gehört haben. Was das miteinander zu tun hat und wo es sinnvoll ist und wo nicht, das lohnt sich, glaube ich, das ein bisschen auseinanderzunehmen, weil das Energieversorgungssystem im Moment auch ganz gut funktioniert und die Informationen, die wir im Netz haben, Spannung und Frequenz, die sind in Echtzeit da. Da bin ich mit Digitalisierung immer langsamer, wenn ich da versuche, was zu machen. Es gibt aber trotzdem Gründe, sich mit Digitalisierung und der Energiewirtschaft zu beschäftigen und gerade aus Sicht der Erneuerbaren. Ich will aber erstmal ein bisschen eine Grundlage legen, wozu überhaupt? Also Digitalisierung ist ja häufig so ein Selbstzweck und in diesem Fall wollte ich mal versuchen zu erklären, was ist das, was wir jetzt erwarten können. Und die Aufgabe, die ich dabei sehe, ist, wir wollen CO2-freie Primärenergie versorgen. Das heißt, alles, alle Energie CO2-frei, Strom, das, was wir in Wärme haben, Mobilität, Industrie, Prozesse. Wir wollen das möglichst kosteneffizient machen. Klar, niemand will unnötig viel bezahlen. Wir wollen den partizipativen Ansatz, den wir im Moment haben mit den Erneuerbaren, möglichst erhalten, damit wir die Akzeptanz haben, damit wir als Gesellschaft, die hier diesen Prozess tragen müssen, auch was davon haben. Und wir wollen auch möglichst ressourcenschonend sein. Das heißt, wir können jetzt nicht endlos mit irgendwelchen seltenen Erden rumsauen, sage ich mal, und natürlich auch nicht mit Natur und anderen Ressourcen, die wir haben. Gut, was ist die Herausforderung? Ich habe hier mal eine Einspeisekurve aus dem 50-Hertz-Gebiet, das sind 2 Wochen ungefähr, wie wir sie heute sehen. Das ist sozusagen das, was fluktuierende Erneuerbare, also ich konzentriere mich hauptsächlich auf Wind und Sonne, weil da die höchsten Potenziale sind, was die so ins Netz einspeisen. Und wir wissen alle ja, Anteil Erneuerbarer ist noch nicht so hoch, wie er sein sollte. Und wenn wir dann noch die ganzen anderen Sektoren mit Energie versorgen wollen, müssen wir zubauen. Was passiert da? Falsche Richtung. Ich habe jetzt einfach mal die Leistung verdoppelt. Wir sehen, es wird zackiger. Und dann reicht uns das aber immer noch nicht. Wir wollen ja alles mit Erneuerbaren versorgen. Also verdoppel ich das Ganze nochmal und dann sehen wir, okay, das sieht relativ krass aus zu dem da unten. Das ist relativ, noch fast eine Linie. Und hier oben sehen wir deutliche Zacken. Und ein Effekt, den wir sehen, ist, wenn ich was verdopple und ich habe eh wenig, dann macht eine Verdopplung auch nicht so viel mehr. Also wenn ich 2 verdopple, habe ich 4. Und wenn ich 4 verdopple, habe ich 8. Aber habe ich 100 verdoppelt, das dann habe ich 200, 400. Also da sind sozusagen, es nimmt exponentiell zu. Das liegt daran, dass wir eine relativ hohe Gleichzeitigkeit haben. Also Erneuerbare, wenn der Wind kommt, dann kommt der in Norddeutschland und Dänemark bis nach Nordnorwegen hoch relativ zeitgleich. Mit Sonneneinstrahlung ist das ähnlich. Das heißt, hier haben wir einen deutlichen Wandel zum Energiesystem, was wir im Moment kennen. Wie gehen wir damit um? Was können wir machen? Wir können ein bisschen was über Netze ableiten, aber irgendwo macht es keinen Sinn mehr. Ich habe jetzt diese Linie mal so nach dem Gefühl da reingelegt. Bis dahin macht es vielleicht noch Sinn, das Netz auszubauen, aber für die Spitzen sozusagen Riesennetzkapazitäten vorzuhalten, die wieder Umwelteinflüsse haben, macht keinen Sinn. Das heißt, diesen Teil da oben, den kriegen wir nicht so richtig weg von dem Ort der Erzeugung. Damit müssen wir uns was anderes überlegen. Und ich habe das mal einfach regional nutzbaren Bereich genannt. Das heißt, das ist eine Ressource, die haben wir zu dem Moment nur an dem Ort und die werden wir da auch nicht wegtransportieren können. Das ist, gerade für Norddeutschland werden da ziemliche Energiemengen zusammenkommen, vor allem wenn man dann noch europäischen Binnenmarkt denkt und sich vorstellt, dass von Norden, von weiter Norden, wo die guten Windstandorte erst anfangen, noch mehr kommt, müssen wir uns überlegen, was machen wir mit dieser Energie, weil wir wollen ja so viel wie möglich nutzen. Wir haben nicht, also wenn wir schon mal CO2-freie Energie haben, dann sollte die auch möglichst genutzt bleiben. Und dann haben wir unten weiterhin das Loch. Da müssen wir überlegen, was machen wir da. Da kommen wir mit einem kleinen Solarspeicher, wie wir es gerade gesehen haben, nicht mehr so richtig weiter. Der hilft uns eigentlich am besten so im Tag-Nacht-Rhythmus. Größere Speicher
Also es gibt dann so mittelfristige Speicher, aber da brauchen wir irgendwann langfristige Speicher und dann müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir nicht vielleicht grüne Kraftstoffe aus Regionen importieren, die besonders viel erneuerbares Potenzial haben. Und wenn das auch noch die Regionen sind, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, dann können wir vielleicht da auch noch eine kleine Finanzspritze in die Ecken schicken, die das dringend brauchen können und selber sozusagen durch dieses Loch kommen, um nicht auf konventionelle Kraftwerke zugreifen zu müssen. Was wir sehen, also es sieht alles irgendwie noch ganz harmlos aus, aber was tatsächlich ein Systemumbruch ist, ist, dass die fluktuierenden Erzeuger zur Leitgröße im System werden. Das ist im Moment die Erzeugung. Also wir schalten einfach alle unsere Elektrogeräte an und die Kraftwerke sozusagen werden danach zugeschaltet, um immer sozusagen das Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Erzeugung zu halten. Das ist heute noch so, aber es wird auch immer noch von Systemintegration der Erneuerbaren gesprochen, aber das zukünftige System, da können wir nicht mehr von Systemintegration sprechen, sondern wir müssen das System grundlegend umbauen. Und der grundlegendste Punkt ist, dass die Last, also der Verbrauch, eine Folgegröße wird. Die muss sich daran orientieren, was für ein Dargebot gerade da ist. Das ist, erstmal hört sich das relativ logisch an, aber es ist wirklich in den Köpfen der wenigsten Leute schon klar, was das bedeutet und dass das tatsächlich der Systemumbruch ist, vor dem wir stehen. Wie machen wir das? Wir haben so ein bisschen Last, das habe ich mal da unten aufgetragen, die wird sich nicht groß verändern können. Ne? Das ist, wenn wir morgens unsere Kaffeemaschine anmachen, können wir da noch eine Zeitschaltuhr dran machen, aber das werden wir nicht häufig machen für 2 Cent oder vielleicht 50 Cent im Jahresverlauf steht keiner früher auf oder auch die Wäsche, wenn die einmal stockig geworden ist, dann schalte ich meine Waschmaschine wieder dann an, wenn ich sie auch aufhängen kann. Kühlschrank anzufassen macht auch keinen Sinn, der ist in sich energieeffizient. Wenn ich da anfange, den zu steuern, dann verliert er seine Effizienz, verbraucht man mehr Energie. Spülmaschine vielleicht, das macht alles keinen großen Sinn und es gibt verschiedene andere Prozesse, die werden einfach durchlaufen. Man sieht hier so die Wochenendhöcker. Da können wir nicht viel machen. Aber wir kriegen schon wieder in die falsche Richtung. Wir kriegen natürlich eine ganze Menge neue Verbraucher auch dazu im Rahmen der Sektorkupplung. Also wir müssen ja in die Wärme reingehen und in die Mobilität und mit denen können wir relativ viel anfangen. Die können, wenn wir es sinnvoll anfangen, kann ich mit der Wärmepumpe, wenn ich einen kleinen Speicher dazu packe, reagieren. Ich kann mit Batterien, das haben wir ja vorhin schon gesehen, reagieren. Ich kann mit Elektroautos in einem gewissen Rahmen reagieren und ich kann auch mit anderen, wie zum Beispiel Wasserpumpen, die ja auch zunehmend an Bedeutung gewinnen, weil die Meeresspiegel steigen, brauchen wir mehr Energie für Wasserpumpen. Damit kann ich reagieren und ich würde mal sagen, zumindest so in Viertelstundenblöcken oder sowas. Dann haben wir noch einige Erzeuger, die können noch mehr, die sind schneller. Die können tatsächlich auch die kleinen Flacker noch ausgleichen oder könnten das. Man sieht immer noch so einen kleinen weißen Bereich, da denke ich, das ist nicht mehr sinnvoll. Damit kann man nicht mehr viel anfangen. Aber wir haben gerade, wenn wir Langzeitwärmespeicher oder Heizkessel haben, das sind lineare Lasten, die können in Echtzeit ansprechen. Damit können wir ziemlich viel ausgleichen. Dann haben wir natürlich noch den europäischen Rahmen, das Überregionale. Wir können auch mit anderen Ländern in Europa Energie in gewissen Grenzen hin und her schieben. Das heißt, wenn wir viel Wind haben, in Italien gerade keine Sonne scheint, können wir den Energie rüber transportieren, aber immer mit dem Limit, was können denn die Leitungen? Und die Leitungen, diese Leitungen, die dafür notwendig wären, das optimal auszugleichen, die werden wir nicht bauen, weil wir zu große Akzeptanzprobleme haben. Das heißt, wir müssen eine Mischung finden aus dezentral, regional, aber auch eben europäisch und transnational. Gut, um die ganzen Lasten zu steuern, brauchen wir Digitalisierung und dann ist alles gut. Dann haben wir die schöne neue Welt, die alles ermöglicht und alles ganz einfach. Und unsere Apps, die sparen dann auch noch Geld und alle sind glücklich. Moment, da fehlt noch was. Natürlich wollen wir konventionelle Erzeugung da nicht mehr drin haben in unserer heilen Welt. Dafür viel Kommunikation.
Brauchen wir das? Ist das sinnvoll? Wo sind da die Gefahren? Was sind alles so Buzzwords? Also in den letzten Jahren musste ein Politiker, der zeigen wollte, dass er irgendwie auf der Höhe der Zeit ist, musste Smart Grid können als Wort. Das hat er dann ein paar Mal gesagt und dann war irgendwie ein Fachmann. Und in den letzten Jahren war es eher Blockchain. Jetzt sollen wir alles mit Blockchain machen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Und warum, das will ich jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer zeigen. Digitalisierung haben wir heute schon. Es ist schon relativ viel digitalisiert. Also hier mal, wer alles auf eine Windenergie oder einen Windenergiepark zugreift und Daten austauscht. Da sind die Vermarkter, glaube ich, also die Direktvermarkter, die da im Moment am allerweitesten sind, die haben extrem schnelle Systeme, die da sehr viel machen. Und die hinten dran sind die Verteilnetzbetreiber. Die wissen noch nicht mal genau, was in ihrem Netz eigentlich los ist und müssen da manchmal einmal im Jahr rausfahren, um dann eben am Trafo abzulesen, was war denn die höchste Belastung. Da ist noch einiges zu tun. Wichtigste, was wir haben und wo wir Digitalisierung auch gebrauchen können, sind die Prognosen. Das heißt, auch für meine Last oder auch wenn ich zu Hause einen Wärmespeicher habe, dann will ich natürlich wissen, okay, wenn ich jetzt meinen Strom abschalte zugunsten des Gesamtsystems, muss ich dann in den nächsten Stunden frieren oder gibt es ein Fenster, wo ich auch wieder Energie beziehen kann, beziehungsweise habe ich einen Speicher und es gibt gerade zu wenig Strom in meinem Strang, weil jemand schnell sein Auto aufladen will. Kann ich den im Strom verkaufen oder habe ich dann nachher selber keinen mehr? Diese Prognosen sind extrem wichtig, um diese Speichermöglichkeiten auch effizient nutzen zu können und sozusagen um eine Akzeptanz zu haben. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, da können wir auf jeden Fall Digitalisierung gebrauchen. Mit diesen Prognosen können wir dann auch ein bisschen die Netzauslastung abschätzen und wissen, okay, morgen Abend wird es zwischen 8 und 10 keine Möglichkeit geben, mein Auto schnell zu laden, weil da ist das Netz einfach ausgelastet. Das sind ganz wichtige Punkte, die auch helfen in allen Netzebenen. Aber die Totaldigitalisierung des Haushaltes, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also es macht Sinn, wenn ich ein Elektroauto habe, wenn es so ist wie jetzt geplant. Ne? Wir müssen nicht. Wir könnten auch, ideal wäre eigentlich, wenn das Auto Wechselbatterien hätte, die irgendwo zentral geladen werden, wo wir Netzkapazität haben, die so geladen werden, dass sie ressourcenschonend geladen werden, also dass sie nicht schnell geladen werden, sondern so, dass wir die Batterie möglichst lange benutzen können, die Ressourcen möglichst lange erhalten können. Da wollen die Autohersteller nicht mit, weil sie da irgendwie in ihrer Wertschöpfung sich eingeschränkt sehen. Deswegen haben wir das Problem im Verteilnetz. Ansonsten hätten wir keine Reichweitenprobleme, hätten keine Netzprobleme, kein gar nichts. Hätten ein sehr wirksames Instrument im Netz, um Schwankungen auszugleichen. Das darf man gar nicht erwähnen, das ist von der Autoindustrie tot gemacht worden, das Thema. Also müssen wir digitalisieren. Wenn ich einen Speicher habe oder eine Wärmepumpe, macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn. Für den normalen Haushalt ist das Ganze sinnlos. Also der Smart Meter macht keinen Sinn. Das hat auch das BMWi festgestellt in ihrer Studie. Dann haben sie irgendwie versucht, es trotzdem schön zu rechnen, weil sie das für die EU machen mussten. Und dann damit reingenommen, ja, die Erneuerbaren regeln wir dann ab und dann sparen wir uns Netzausbau. Ist alles passé, weil wir Netze ja auch jetzt für zukünftige Lasten ausbauen müssen. Das sind unnötige Kosten, da verdient jemand Geld. Und es wollen viele Leute an die Daten ran. Das konnte man auch in dem Prozess erkennen, dass die Netzbetreiber eigentlich gar nicht so happy waren mit den Smart Mietern, bis ihnen jemand gesagt hat, ihr kriegt die Daten und dann waren sie ganz glücklich, weil mit Daten kann man Geld machen. Datenschutz. Ich kenne kein Unternehmen, was in der Lage ist, Daten sicher zu speichern. Allen großen Unternehmen in der Welt sind Daten weggekommen in den letzten Jahren, der Bundesregierung sind Daten weggekommen. Wir haben mit dem Smart Meter eine sehr sichere Datenübertragung. Da kann man schlecht rein, aber wer greift Daten in der Übertragung ab? Das sind die Geheimdienste, ansonsten kommt da eh keiner ran. Was dahinter kommt, dafür haben sie drei Stellen in der Bundesnetzagentur geschaffen, die sollen kontrollieren, dass diese Daten, die dann
doch an relativ viele Player gehen, auch sicher gelagert werden, was nicht möglich ist. Das wissen wir, wenn es von den Großen, selbst die Adobe- und IT-Unternehmen nicht hinkriegen, ihre Daten sicher zu lagern. Dann bin ich mal gespannt, was da passiert. Also da geht es nicht um Energiewende, da haben wir keinen Nutzen bei den kleinen Haushalten für das Energiesystem, sondern da geht es eigentlich hauptsächlich darum, Daten abzugreifen. Energieeffizienz muss man auch immer gucken, optimiere ich mich für mich allein oder optimiere ich mich für das Gesamtsystem, was ist da effizienter? Habe ich auch so meine Zweifel, ob das immer das Ideale ist, wenn jeder sich selbst optimiert, aber da kann ich mir vorstellen, dass wir mit, also nicht mit Blockchain, das verbraucht zu viel Energie, aber mit vernünftigen Systemen, die auf der Blockchain-Technologie aufsetzen, aber nicht so viel Energie brauchen, da tatsächlich vielleicht auch so einen Austausch mit den Nachbarn und den Leuten im selben Ort hinkriegen, der vielleicht das System entlastet. Digitalisierung, ich habe es gerade am Rande erwähnt, ist schön, aber Digitalisierung ist ein Stromfresser und zwar ordentlich. Also im Moment sind die größten Stromverbraucher mit im System sind Datencenter, wo die ganzen Cloud-Daten gespeichert werden. Wir haben durchaus Fragen zur Systemsicherheit, da gehe ich gleich noch drauf ein, und systemische Gefahren, das will ich auch noch beleuchten, wo ich nicht so drauf eingehen werde, weil da andere Vorträge sind hier auf der Konferenz, ist, dass natürlich auch digitale Geschäftsmodelle immer zu Lasten oder fast immer zu Lasten von bestehenden Geschäftsmodellen gehen. Das heißt, der Onlinehandel frisst den kleinen Markt an der Ecke. Wir sehen eine Monopolisierung. Das heißt, wer heute versucht, auf irgendeine Seite zuzugreifen, ohne dabei seine Daten an Google Analytics zu übertragen, ich weiß nicht, ob es überhaupt Seiten gibt, ich habe noch keine gefunden, die nehmen immer alles mit, was man so macht. Und die Datenschutzthemen sind für mich eigentlich, gehen an die demokratischen Grundfesten, seit wir wissen, dass Barack Obama seine ersten Wahlen mit Big Data gewonnen hat, weil er wusste, wer sind die unentschlossenen Wähler, wann sind die zu Hause, was interessiert die und so weiter. Da ist natürlich jeder, der das Geld hat, sich diese Daten anzuschaffen und vernünftig auszuwerten, kann Wahlausgänge manipulieren. Also haben wir tatsächlich ein grundlegendes demokratisches Problem. Leider ist die Bundesregierung von ihrem Grundsatz Datensparsamkeit, was dem so ein bisschen entgegenwirken würde, abgekommen. Und die neue These ist, so viel Daten wie möglich. Das ist die Zukunft da. Wenn wir weltweit mithalten wollen, brauchen wir mehr Daten. So, diese Daten, wir sehen die Zunahme exponentiell, gigantische Mengen, die auch gar nicht mehr richtig zu verarbeiten sind. Ich habe mal noch zwei Zahlen dazu geschrieben. Also die Telekommunikation und Rechenzentren in Deutschland haben 2015 18 Terawattstunden verbraucht. Das wird nach Schätzung des der Bundesregierung auf 25 Terawattstunden ansteigen bis 2025. 2016 haben wir insgesamt 515 Terawattstunden verbraucht und davon in den Haushalten 129 Terawattstunden. Also das sind schon beträchtliche Mengen, die da verbraucht werden. Bitcoin alleine verbraucht im Jahr mit Bitcoin Cash 29,5 Terawattstunden. Und dafür laufen einige Kohlekraftwerke in China. Da müssen wir überlegen, wollen wir damit den Systemwandel zu einem ökologischen, nachhaltigen System erreichen oder wie können wir das besser gestalten? Systemsicherheit, Energieversorgung, wir haben heute Morgen schon gesehen, Blackout, da wird das mal beschrieben, was es heißt, wenn wir keinen Strom mehr haben, nicht mehr kein Bargeld mehr haben, nicht mehr tanken können, keine Wasserversorgung und so weiter. Alles, was mit Strom betrieben wird, ist dann weg. Das heißt, da müssen wir jetzt schon ziemlich aufpassen. Hohes Datenaufkommen führt automatisch zu Fehlern, weil ich muss ja immer eigentlich Datensätze prüfen, sind die richtig, sind die korrekt übermittelt worden. Je mehr ich habe, desto schwieriger wird es. Die Komplexität an sich führt zu Fehlern. Also wir sind in einem System, was von einem einzigen Menschen gar nicht mehr zu überblicken ist. Wir haben eine ständige Zunahme von Angriffen auf vernetzte Systeme, also Hackerangriffe. Wen das interessiert, der sollte sich mal beim BSI die Seiten angucken. Das wird immer mehr jedes Jahr und die gehen selber davon aus, dass sie das nicht dauerhaft abwehren können.
ein ganz entscheidender systemischer Faktor ist, was wir gerade machen, sozusagen, ist die Energieversorgung, die bisher dafür gesorgt hat, dass die Kommunikation Strom hat, dass mein Modem angeht und dass ich kommunizieren kann, dass ich das Handy aufladen kann. Die wird jetzt abhängig von der Kommunikation. Das heißt, wenn ich irgendwann in einem Punkt bin, dass meine Energieversorgung nicht mehr zu führen ist oder nicht wieder aufzubauen ist ohne Kommunikation, habe ich so einen Zirkelschluss. Dann ist in einem Fehler, wissen wir nicht mehr, wie wir das System wieder zum Laufen bringen können, weil das eine geht nicht ohne das andere. Das ist einfach eine systemische Gefahr, die, glaube ich, weitgehend ignoriert wird. Wir haben eine Gefahr, weil wir eine sehr hohe Taktung haben, also Direktvermarkter heute, die kaufen Viertelstundenblöcke an der Börse, aber innerhalb der Viertelstunde optimieren sie so viel wie möglich. Das heißt, sie geben dem einen Strom, der ein bisschen mehr zahlt, und dann nehmen sie ihn wieder weg, weil jemand noch mehr zahlt. Und damit machen die viele kleine Centbeträge. Das kennen wir aus dem Hochgeschwindigkeitsbörsenhandel. Wir wissen auch, dass das zu massiven Problemen führt. Und hier haben wir noch ein System, unser Stromversorgungssystem, was in der 50-Hertz-Frequenz läuft. Das heißt, wenn wir in diese Frequenzbereiche kommen, dann kann es da ziemlich üble Rückkopplung geben, ist im Moment auch weitgehend ignoriert. Wir haben aber auch ganz banale Sachen wie Extremwetterereignisse, die auch ständig zunehmen aufgrund des Klimawandels, brechen, kippen Leitungen um oder werden Trafos getroffen von Blitzen. Und wir haben ganz banale physische Gefahren, es ist kein allzu großes Problem, eine Stromleitung anzugreifen mit physischen Mitteln, da braucht man eigentlich nur eine Eisensäge für. Also extrem schwierig. Das ist hier die Normungsmap von dem Europäischen Normungsverband. Hier sehen wir verschiedene Bestandteile aus dem Smart Grid, zum Beispiel ein Generator oder auch hier mein Hausspeicher. Hinter jedem dieser Kästchen liegen riesige Listen mit Normen, die man beachten muss. Und wir sehen schon, also auch innerhalb der grauen Kästchen, in den anderen Kästchen ist wieder endlos Normen, das sind Hunderte. Und wir sehen schon, es ist nicht mehr möglich für einen Menschen, das alles gemeinsam im Blick zu behalten. Das heißt, es kann auch keiner ausschließen, dass nicht irgendwo Fehler passieren oder sich zwei Systeme gegeneinander laufen und einen Fehler produzieren. Riesenproblem. Aber was machen wir nun? Also wir wollen ja, Energiewende müssen wir machen. Alles andere wird noch teurer. Wir brauchen immer mehr Energie. Je weiter der Klimawandel voranschreitet, desto mehr Energie müssen wir aufwenden, um den überhaupt zu beherrschen, den Klimawandel. Ja, ein Schritt, die IT-Nerds werden ihn kennen. Bruce Schneier sagt dazu, wir brauchen Systeme, die, wenn es Fehler passieren, dass wir intelligente Fehler haben. Das heißt, dass wir sozusagen den Fehler zulassen, aber versuchen zu steuern, dass er in seinen Auswirkungen begrenzt bleibt. Wir können Komplexität reduzieren. Das heißt, wir machen keine großen, zentralen, linearen Systeme, sondern wir versuchen aus vielen kleinen Einheiten, die miteinander agieren können, ein komplexes System nachzubilden. Dann haben wir überschaubare Einheiten, da können wir mit umgehen, und die bilden dann natürlich irgendwann in ihrer Masse wieder ein komplexes System. Das passt auch gut zur Dezentralität, oder die Dezentralität an sich reduziert auch schon Komplexität. Wir haben es heute auch schon gehört, eigentlich haben wir irgendwann im zukünftigen Stromsystem eigentlich auch im Kleinen alles, was man braucht, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Wir haben Speicher, wir haben Elektromobile, die auch Speicher haben. Wir haben Wärmenetz, wo wir Energie reinschieben können. Wir haben dezentrale Erzeuger. Und vielleicht haben wir auch noch irgendwie eine Biogasanlage oder irgendeinen anderen Blockheizkraftwerk, mit dem wir was machen können. Damit lässt sich doch was anfangen. Und zwar in allen Netzebenen. Also das sind mögliche Überlastungspunkte. Wir haben, wo wir sozusagen gucken müssen, wie gehen wir mit der Netzinfrastruktur um. Und wenn wir von unten anfangen, sozusagen Verbrauchs- oder Erzeugungsspitzen zu dämpfen, dann bauen die sich auch nicht nach oben auf. Und
dann kann man sich vorstellen, dass wir so diesen zellularen Ansatz, der erwähnt war, dass wir sozusagen Zellen haben, die verschiedene Sachen können. Die können nicht alle dasselbe. Wir haben mal einen großen Verbraucher, der kann eigentlich nur ein bisschen mit seinem Verbrauch was machen. Dann haben wir ein Gebiet mit viel Wind, das kann was leisten. Aber diese Zellen sollten erstmal möglichst in sich optimiert werden und dann untereinander. Und dann haben wir Systeme, die sozusagen resilient sind. Das heißt, wenn das Gesamtsystem zerfällt, weil irgendwas nicht funktioniert, durch einen Fehler oder durch einen Angriff, dann habe ich vielleicht Bereiche, die sich nicht mehr halten können, aber ich kann Zonen bilden, die sozusagen weiter funktionieren. Und wenn auch diese Zone sozusagen angegriffen wird oder Fehler gibt, dann zerfalle ich in eine kleinere Zone. Und damit habe ich ein System, was eigentlich nicht mehr ausfallen kann. Also wir würden die Folgen von Angriffen oder Fehlern deutlich reduzieren können. Und wir haben ja eigentlich eh alles da. Also wir müssen es nur machen, es muss nur irgendwie jemand durchsetzen. Da sind, glaube ich, wir als Zivilgesellschaft gefragt. Die Politik macht das nicht unbedingt, die liebt eher so zentrale, lineare Strukturen. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass unser Digitalisierungskonzept das Ganze auch mitmacht. Es hilft uns nichts, sozusagen ein System zu haben, was abhängig ist davon, dass es eine zentrale Kommunikation gibt, sondern wir müssen sozusagen auch in diesen Zellen so kommunizieren können, dass das funktioniert, wenn wir in kleinere Teile zerfallen müssen. Dass sowas funktioniert oder funktionieren kann, gibt es schon ein paar Beispiele von. Das ist hier, glaube ich, im Allgäu. Die haben einen großen Speicher installiert und haben einfach mal tatsächlich einen Blackout simuliert und konnten demonstrieren, dass die Verbraucher überhaupt nicht gemerkt haben, dass das Übertragungsnetz auf einmal weg war und dass sie für sich eine Insel gebildet haben. Das schafft wieder lokale Verbundenheit und ist, glaube ich, gut für die Akzeptanz und gut dafür, für das Gefühl, ja, wir haben was von der Energiewende. Deswegen sollten wir versuchen, damit umzugehen. Die Mischung wird sicherlich beides sein, europäische Verbund nutzen, soweit es geht, aber möglichst dezentral werden und das nutzen, was wir vor Ort haben. Ja, damit bin ich jetzt auch am Ende und ich weiß nicht, ob noch Zeit für Fragen ist, wahrscheinlich wenig. Ich bin aber noch ein bisschen auf der Konferenz und wen irgendwelche Fragen umtreiben, der kann mich einfach auf den Gängen ansprechen oder sonst irgendwo. Danke.